Das ist ein trauriges Video. Dieser kleine Junge ist vor 8 Jahren, glaube ich. 8 Jahre ist das her, dass er verschwunden ist. Und ziehen uns das natürlich zusammen jetzt rein. Es ist wirklich traurig. Und durch solche Sachen lernen wir auch für die Zukunft, wenn wir mal Kinder haben, was wir richtig und was wir falsch machen, nicht falsch machen dürfen. Im April 2016 verschwindet in Nordhessen ein kleiner Junge. Der Vermisstenfall ist für ein paar Wochen aus den deutschen Medien nicht wegzudenken. Viele werden sich noch an das Bild vom kleinen Aref aus Wahnfried. Wallah, wie süß, ja. Ich schwöre, es gibt wirklich so schlimme Menschen auf dieser Welt. Wie kann man so einem süßen kleinen Jungen was antun, Wallah? Ich habe jetzt schon Moralabschutz, das Video zu gucken. Aber irgendwann verschwindet der Fall von der medialen Bildfläche, obwohl Aref nie gefunden wird. Doch weshalb redet heute eigentlich kaum noch jemand über das Verschwinden des kleinen Jungen? Und was ist damals, am 5. April 2016, passiert? Überlegt mal, das ist 8 Jahre her. 8 Jahre. Und der wurde immer noch nicht gefunden. Aref und seine Familie kommen im Februar 2016 nach Deutschland. Hier soll es der sechsköpfigen Familie Ismaili endlich besser gehen. Die sind nach Deutschland gekommen. Nach einem Monat oder so ist einfach das Kind verschwunden. Überleg mal. Du kommst aus einem Gebiet, wo weiß ich nicht, was passiert so. Freust dich darüber, dass du hier ein neues Leben anfangen kannst. Du kannst deinem Kind zum Beispiel das tausendfache hier ermöglichen, als in deinem Land, wo Krieg herrscht und weiß ich nicht was. Und jetzt stellt euch vor, ihr kommt hier hin und nach ein, 2 Monaten verschwindet einfach euer Sohn. Fernab von tobenden Unruhen in ihrer Heimat Afghanistan. Die Flucht hat Monate gedauert und die Ismailis aus Afghanistan durch den Iran bis nach Deutschland geführt. Hier haben die vier Kinder der Ismailis endlich wieder die Möglichkeit, einen einigermaßen unbeschwerten Alltag zu leben. Die Ismailis kommen in einer Unterkunft für Geflüchtete namens das Kaudelsche Schloss in Wahnfried unter, einem kleinen Ort in Nordhessen, unweit von Eschwege. Dort fühlt sich die Familie wohl und lebt sich schnell ein. Vor allem der Hafen in Wahnfried hat sich zu einem Lieblingsplatz der Familie entwickelt. Dort können die Kinder ausgelassen der Frühlingssonne spielen. Genau das ist auch am 4. April 2016 der Plan. Vater Abdullah ist unterwegs, um ein paar Einkäufe in Eschwege zu erledigen. Unter den Wahnfriedern wird das Gebiet Schlagt genannt. Viele Familien verbringen dort freie Nachmittage. Es gibt dort Spielgeräte für Kinder, ein kleines Wildtiergehege und eine Gaststätte, in der man sich stärken kann. Guck mal, wie friedlich das einfach da aussieht. Und dann passieren solche Dinge. Guck mal, wie friedlich das aussieht. So ein do kleines Dorf, wenige Menschen. Sieht richtig cool aus. Gegen 16:30 Uhr kommt Mushta mit Aref und seinen Geschwistern an der Schlagt an. An diesem Tag ist viel los. Dort trifft Mushta eine Bekannte namens Sandra. Die beiden unterhalten sich miteinander, während die beiden größeren Söhne von Mushta sich auf dem Spielplatz austoben. Einer von ihnen ist der 4 Jahre alte Aref. Hin und wieder kommen Aref und sein Bruder zu Mushta und Sandra gelaufen. Generell bleiben sie die ganze Zeit in der Nähe. Mushta und Sandra unterhalten sich gut eine Stunde lang miteinander, während die Kinder sich auf dem Spielplatz beschäftigen. Arefs älterer Bruder, mit dem er gespielt hat, macht sich schließlich mit einer Gruppe anderer Kinder auf den Weg nach Hause. Was Aref macht, nachdem sein großer Bruder aufgebrochen ist, weiß man leider nicht. Seine Mutter Mushta sitzt mit den beiden kleineren Kindern und der bekannten Sandra die ganze Zeit am selben Platz am Fluss. Um ungefähr 18:20 Uhr machen Mushta und die Mädchen sich dann in Begleitung von Sandra auch auf den Heimweg. Dass die beiden Söhne schon weg sind, ist soweit nicht ungewöhnlich. Aref und sein Bruder kennen sich in der Gegend gut aus und kennen ihren Heimweg. Auch in der Vergangenheit sind sie schon selbstständig zur Unterkunft zurückgegangen. Mushta geht davon aus, dass es an diesem Tag genauso ist. Um etwa 18:30 Uhr fährt den beiden Frauen und den zwei Mädchen auf der Hauptstraße ein Auto entgegen. Der Fahrer grüßt Sandra und Mushta, wirkt dabei aber erschrocken, die beiden zu sehen. Am Steuer sitzt ein Mann. Keine der beiden Frauen kennt ihn. Das Auto fährt weiter. Nach dieser Begegnung bekommt Mushta ein mulmiges Gefühl.
Und das intensiviert sich spätestens, nachdem sie zu Hause bemerkt, dass Aref nicht da ist. Mushta sucht Aref in der näheren Umgebung der Unterkunft. Vielleicht hat der Junge einfach beim Spielen die Zeit vergessen. Aber Aref ist einfach nicht zu finden. Um ungefähr 19.30 Uhr trifft eine Bekannte namens Rosemarie die besorgte Mushta auf der Straße. Mushta erklärt, was los ist. Rosemarie macht sich sofort im Auto gemeinsam mit Mushta auf den Weg zum Hafen, wo Aref zuletzt gesehen wurde. Bruder, wie kann denn ein Kind einfach so verschwinden? Aber auch so Kinder alleine lassen und so, boah. Weil meine Mutter zum Beispiel damals, ich durfte nie irgendwie so, wir haben zum Beispiel da, wo wir gelebt haben, einfach Hinterhof, da durfte ich spielen, aber so auf die Straße und so durfte ich niemals. Das ist so heftig, Mann. Unterwegs befragen sie jeden Fußgänger, dem sie begegnen, aber wirklich ich will gar nicht wissen, was das so in einen auslöst und was für ein Schock das ist, wenn dein Kind einfach nicht da ist. Niemand hat etwas gesehen. Gemeinsam verständigen Mushta und Rosemarie die Polizei. Sofort rücken die Feuerwehr, das technische Hilfswerk und viele Freiwillige an, um gemeinsam nach Aref zu suchen. Die Suche dauert bis in die frühen Morgenstunden des 5. April. Aber Aref ist unauffindbar. In den folgenden Tagen sind Taucher, Hubschrauber und ein Sonargerät im Einsatz. Der Wasserspiegel des Flusses Vera wird auf 35 cm abgesenkt, um in dem Gewässer nach dem kleinen Jungen zu suchen. Krass, Wallah. Was für Sachen die alles auch machen und wissen, wie das geht und so. Aber auch im Flussbett findet man Aref nicht. Stattdessen findet man eine dunkle Jacke. Sie hängt über einem Zaun unweit des Platzes, an dem Arefs Mutter am Tag des Verschwindens mit den Kindern gegessen hatte. Das Kleidungsstück gehört nicht zu Aref. Die Polizei bittet den Besitzer der Jacke, sich zu melden. Ob das letztlich passiert ist, ist nicht bekannt. Der Fall ist sofort sehr präsent. In Wahnfried spricht sich das Verschwinden des Jungen rasend schnell herum. Und die Einwohnerinnen und Einwohner beteiligen sich zahlreich an der Suche. Schon bald werden auch ein Foto sowie eine Beschreibung von Aref veröffentlicht. Der kleine Junge ist 4 Jahre alt, ungefähr 1 Meter groß und war bei seinem Verschwinden mit einem grünen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet. Die mediale Aufmerksamkeit ist riesig. Deshalb dauert es nicht lange, bis sich ein Zeuge namens Kai mit einer interessanten Beobachtung bei der Polizei meldet. Kai erzählt, er habe am Tag von Arefs Verschwinden um etwa 12 Uhr vor der geflüchteten Unterkunft, in der die Ismailis wohnen, etwas beobachtet. Er habe einen schwarzen X5 mit einem Berliner Nummernschild gesehen. Eine Frau sei aus der Unterkunft herausgekommen und das Auto gestiegen, das dann Richtung Schlagt gefahren sei. Also genau dorthin, wo Aref wenige Stunden später verschwunden ist. Kai hat nicht nur das Auto und die Frau gesehen, sondern auch Aref. Ja, ne, der wurde entführt, einer hat das gesehen, mit einem schwarzen X5. Die Frau war etwa Ende 30 und extrem schlank, hatte sehr lange dunkelblonde Haare und trug eine Leggings und einen Rock. Aref fuhr mit einem Dreirad an dem schwarzen X5 vorbei, ebenfalls in Richtung der Schlagt. Der Fahrer und seine Beifahrerin können Aref bei dieser Gelegenheit theoretisch bemerkt und ins Auge gefasst haben. Im Laufe der Ermittlung melden sich weitere Zeugen, die dieses Fahrzeug in Wahnfried bemerkt haben. Durch das Berliner Kennzeichen ist der PKW mehreren Anwohnern aufgefallen. Zum einen morgens gegen 10 Uhr vor dem örtlichen Rathaus, dann nochmal abends um 19 Uhr. Bei letzterer Gelegenheit ist das Auto auffällig mitten auf dem Bürgersteig geparkt. Etwa eine halbe Stunde zuvor war Mushta und ihrer Bekannten Sandra ein dunkles Fahrzeug entgegengekommen, das beiden Frauen komisch vorkam. Ob es sich um dasselbe Auto handelt, ist nicht klar. Möglich ist es aber. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei den voneinander unabhängigen Zeugenbeobachtungen um dasselbe Fahrzeug handelt. Das Auto wird als ein leicht schmuddelig aussehender BMW X5 oder X3 beschrieben. Die Fensterscheiben des Fahrzeugs waren getönt. Ein Zeuge will am Armaturenbrett eine Art Kordel oder Gebetskette erkannt haben. Laut anderen Quellen könnte es auch ein Traumfänger gewesen sein. Nach rund einer Woche stellt die Polizei die aktive Suche vor Ort nach Aref ergebnislos ein. Es gibt keine weiteren Ansätze mehr, denen die Ermittler nachgehen können. Von da an ermittelt die Polizei trotzdem in alle Richtungen. Obwohl die Vera akribisch abgesucht wurde, kann bei so einem kleinen Kind... Was ich nicht verstehe, kann man der
Der kleine Junge war am Spielen, dies, das und wusste auch, wie man nach Hause kommt. Wie spät ist der Mutter so aufgefallen, dass er einfach nicht nach Hause kommt? Abends, ein vierjähriger Junge, weiß ich nicht, also das ist schon heftig. Vor allem auch, wie vielen Leuten dieser schwarze Wagen aufgefallen ist, dass plötzlich der und der und der das gesehen hat und Berliner Kennzeichen, das ist echt hart. Kind wie Aref nicht ausgeschlossen werden, dass er im Fluss ertrunken ist. Auch ein Verbrechen wie eine Entführung oder ein Kapitaldelikt hält die Polizei für möglich. Ich denke auch, das ist eine Entführung, weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Was anderes ergibt auch gar keinen Sinn. Warum sollte der kleine Junge sich verlaufen? So, es ist 100% klar, dass das safe eine Entführung ist, aber allein da lerne ich schon für mich wieder, niemals Kinder einfach draußen lassen. Und ich denke nicht, dass in einem Dorf wirklich kein Mensch ist, der das nicht gesehen hat, außer ein, zwei Leute. Und ich denke nicht, dass ein kleiner Junge sich denkt, okay, ich steige jetzt einfach in dieses Auto ein, weil die das gesagt haben. Ich glaube, da hat schon ein bisschen Gewalt und so mit drin gesteckt, ja, von denen, die das Auto gefahren sind. Ende April 2016 wird der Fluss Vera noch einmal nach Aref abgesucht. Inzwischen könnte die Strömung des Gewässers den Körper des Kindes verschoben haben, sollte Aref in die Vera gefallen sein. Ein Helikopter begleitet die Maßnahmen aus der Luft und fliegt den Flusslauf bis nach Niedersachsen ab. Auch diese Aktion bleibt ergebnislos. 2 Monate nach dem Verschwinden von Aref wird der Fall in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt. Arefs Eltern, Abdullah und Mushta, sind live im Studio zu Gast, um an die Zuschauer zu appellieren und Hinweise zu erbitten. Bei dieser Gelegenheit bedankt Mushta sich auch ausdrücklich bei den deutschen Behörden und ihren deutschen Mitbürgern, die die Familie bei der Suche nach Aref unterstützt haben. In der Sendung wird auch ein Phantombild des Autofahrers gezeigt, der Mushta und Sandra aufgefallen ist. Der Mann ist etwa 60 bis 70 Jahre alt und hat ein rundes Der hat schon echt Potenzial. Das ist echt ein Potenzieller. Hageres Gesicht und eine markante Nase. Seine Haare sind grau und an den Seiten lockig. Der Mann muss nicht zwingend ein Verdächtiger sein, sondern könnte auch einfach ein Zeuge sein. Im Laufe der Aktenzeichen XY-Sendung melden sich 32 Zuschauer mit Hinweisen. Zeugen wollen den Jungen unter anderem in der Nähe von Berlin gesehen haben. Das würde zu dem schwarzen X5 mit dem Berliner Kennzeichen passen. Nur weil da 100.000 Leute anrufen und sagen, ja, ich hab den gesehen, Berlin, dies, das. War ja alles in den Nachrichten. Kann auch irgendein Vollidiot sein, der sich damit so einen Spaß erlaubt und da anruft und irgendwelche Späße. Ein Anrufer gibt an, eine Person auf dem Phantombild wiedererkannt zu haben. Ein anderer Anrufer will den Mann auf dem Phantombild gemeinsam mit Aref in einem Lokal im Berliner Umland gesehen haben. Zunächst ist die Hoffnung nach diesen Hinweisen groß. Leider scheinen sie sich aber nicht zu konkretisieren. In nachfolgenden Artikeln gibt es keine Bezüge mehr auf die Anrufertipps und mittlerweile wird kaum noch über den Fall berichtet. Aus einem ebenso traurigen wie einfachen Grund. Es gibt einfach keine Neuigkeiten. Bis heute hat es keinen Hinweis gegeben, der die Polizei näher zu Aref gebracht hat. Der Junge wird bis zum heutigen Tag vermisst. 2021 wird Arefs Mutter noch einmal vom Hessischen Rundfunk interviewt. Sie wird wie folgt zitiert: Jeden Tag gucke ich an der Tür und hoffe, dass er reinkommt. Aber bis jetzt ist noch nichts passiert. Es ist sehr schwer, sehr schwer. In meinem Herzen lebt er. Nie hatte ich das Gefühl, dass er gestorben ist. Ich träume nachts von ihm, sehe im Traum, dass er lebt. Oh, das ist hart, Alter. Das ist, glaube ich, wirklich ein Mutterinstinkt, dass sie solche Sachen träumt, weil es stimmt. Niemand weiß, wie es in mir aussieht. Innerlich bin ich schon tot. Ich brauche keine Hilfe. Aref ist ein kleines Kind. Er braucht seine Mama, die Mutterliebe. Arefs Eltern gehen schon kurz nach seinem Verschwinden davon aus, dass der damals Vierjährige entführt wurde. An die andere Theorie der Ermittler, dass Aref im Wasser der Werra ertrunken ist, wollen sie nicht glauben. Selbst wenn Aref entführt wurde und der Täter tatsächlich in dem Auto mit Berliner Kennzeichen unterwegs war, gibt es zahlreiche ungeklärte Fragen. Natürlich zum einen, wer der Fahrer gewesen ist und ob ihm das Auto. Noch schlimmer ist es, weil es auch ihre Schuld ist. Ja, das war ja nicht das erste Mal, dass das Kind alleine war. Verstehst du? Die haben ja gesagt, dass die immer dort gespielt haben. Immer sind die da rumgelaufen, dies, das. Und die wussten auch, wie die immer nach Hause kommen. Er war ja auch mit Bruder. Ja, entweder haben wir das alle verhört, der Bruder irgendwie gegangen ist und der alleine war und so. Aber, oder keine Ahnung. Trotzdem hat man doch ein Auge auf den. Ja, das Kind ist 4 Jahre alt. So, das muss schon sein.
Du weißt ja zum Beispiel nicht, wie das bei denen früher war, bevor die nach Deutschland gekommen sind. Vielleicht ist das Kind von sich aus in seinem Heimatland, ist er draußen rumgelaufen bis nachts, nie ist was passiert, 2-3 Jahre lang. Und dann kommen die nach Deutschland und denken so, ja, was soll hier schon passieren? Hier ist es doch sicherer als in unserer Heimat, wo gerade Krieg herrscht, wisst ihr? Und der hat sich wahrscheinlich einfach daran gewöhnt. Es hat, glaube ich, wirklich was damit zu tun, dass der kleine Junge sich einfach daran gewöhnt hat, in der Heimat draußen zu spielen und hat das dann hier auch gemacht. Und die Mutter hat auch diese Einstellung, okay, der hat das bei uns da gemacht, dann kann er das auch hier machen. Ja, wir sind rübergekommen für ein besseres Leben und hier ist es auf jeden Fall viel sicherer. Aber ich verstehe nicht, was mit seinem Bruder ist, weil der war ja mit seinem Bruder. ...gehört hat. Und dann, was er ausgerechnet in Wahnfried gemacht hat. Zwischen der Hauptstadt und Wahnfried liegen mehr als 350 Kilometer. Andererseits, wenn er nichts zu verbergen hätte, hätte er sich dann inzwischen nicht bei der Polizei gemeldet, um den Verdacht gegen ihn auszuräumen? Ein Fakt ist aber auch, dass Aref nun einmal in der Nähe eines Gewässers gespielt hat und dass seine Mutter ihn kurzzeitig aus den Augen verloren hat. Die Vera wurde sehr intensiv abgesucht. Es heißt in Berichten aber auch, dass die Strömung in dem Fluss im April 2016 besonders stark war. Trotz der akribischen Maßnahmen ist nicht auszuschließen, dass Aref vielleicht doch in die Vera gefallen und ertrunken ist. Aber bis heute fehlt eben die Gewissheit. Und die ist der Familie Ismaeli wirklich nur zu wünschen. Unmittelbar nach dem Verschwinden war Aref in fast allen deutschen Medien zu sehen. Mit den Jahren ist es aber ruhig um den Fall geworden. Ohne Spaß, das ist so krass. Die sind April 2016 hier rübergekommen. In dem gleichen Monat oder einen Monat danach ist das Kind einfach verschwunden. Die kommen hier hin mit der Intention, ein neues Leben anzufangen, den Kindern ein schönes Leben aufzubauen und zu bieten. Und dann verschwindet einfach dein Kind in demselben Monat gefühlt. Könnt ihr euch noch an die Berichterstattung von damals erinnern? Es ist schade zu sehen, dass es mittlerweile nur noch so wenige Anhaltspunkte gibt, dass der vermissten Fall Aref Ismaeli kaum noch Aufmerksamkeit bekommt. Wenn ihr mögt, schreibt mir gern eure Theorie zu dem Fall in die Kommentare. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Aref ertrunken ist. Warum sollte es sonst so viele Zeugenaussagen zu dem PKW geben? Aber ich bin gespannt auf eure Kommentare. Nebenbei regt ihr so auch noch den Algorithmus an und das Video wird Leuten vorgeschlagen, die Insolito noch nicht abonniert haben. Es ist gerade bei einem Fall wie diesem hier extrem wichtig. Heute wäre Aref schon beinahe ein Teenager, würde die weiterführende Schule besuchen, sich mit Freunden treffen und von seiner Zukunft träumen. Wie es ihm derzeit geht, was mit ihm passiert ist und ob er überhaupt noch am Leben ist, weiß man leider nach wie vor nicht. Ich wünsche der Familie des Jungen nur das Beste und hoffe, mit diesem Video ein bisschen dazu beitragen zu können, wieder an den Fall zu erinnern. Falls es in dem Fall irgendwann mal Neuigkeiten gibt, was ich natürlich sehr hoffe, werde ich dazu ein Video auf dem Zweitkanal machen. Bei Insolito Crime News lade ich Updates zu laufenden Kriminalfällen oder Cold Cases hoch. Schaut also gerne mal vorbei. Den Link findet ihr in der Infobox. Und solltet ihr Videos ohne Zensur und Werbung sehen wollen, abonniert mich gerne. Das ist schon hardcore, ja. Ich weiß nicht. Vor allem, dieser Junge ist auch so mittlerweile in einem Alter. Der müsste ja 12 sein jetzt, ja. Der müsste jetzt 12 sein. Ja, ne, er ist ja. Er wäre in der Lage, sich einfach bei seinen Eltern zu melden. Er wäre ja komplett in der Lage. Weiß ich nicht. Vielleicht denkt er, der wurde adoptiert oder sein Gehirn wurde gewaschen von denen. Wisst ihr? Das Schlimmste, was sein kann, ist, dass er leider verstorben ist. So. Ja, es gibt 1000 Sachen, die mit dem Jungen passiert sein können. Vielleicht will er auch nicht dahin zurück. Vielleicht will er nicht zu seinen Eltern. Alle hoffentlich hat der, ist dem Jungen nichts passiert. Guck mal hier. Hier kommentiert sogar jemand. Ich komme aus der näheren Umgebung. Bis heute denke ich oft daran, was dem armen Kind zugestoßen ist. Die Strecke, auf der er verschwunden ist, ist eigentlich belebt und es ist immer jemand unterwegs. Seltsam, dass es keine Zeugen gab. Belebte Straße. Und nur weil es abends war, heißt es nicht, dass es nicht belebt ist. Ich denke auch nicht, dass der Kleine einfach so ins Auto gestiegen ist. Da muss ja auch ein bisschen mit Gewalt dabei gewesen sein. Falls es eine Entführung war, vielleicht ist der Junge auch einfach in den See. Wurde mitgezogen von der Strömung. Das kann auch sein. Ah, das ist heftig, ja. Wallah, ich hoffe, das wird irgendwann gelöst. Lasst auf jeden Fall Liebe da bei Insolito. Das ist wirklich ein YouTube-Account, wo ich sage, das ist sinnvoll. Wenn ich schon sowas sehe, will ich keine Kinder mehr. Es kann jedem passieren. Es kann auch dir jetzt passieren, in deinem Alter. So. Muss ja kein kleines Kind sein. Deswegen immer aufpassen. Wallah, die Welt ist nicht mehr so früher, wie es mal war. Zu meiner Zeit, sowas gab es nicht. Wallah, solche Sachen gab es nicht. Jeder war mit jedem gut. Jeder kannte sich.
Wallah, wie traurig sowas. Kleine Kinder oder unschuldige Menschen. Wie soll man überhaupt noch seine Kinder beschützen? Wallah, die Welt ist unnormal schlimm geworden. Wirklich geisteskrank schlimm. Sogar für mich. Wenn ich rausgehe alleine, nachts oder so, ich muss aufpassen, dass mir nichts passiert. Du läufst so mit dem Blick, du guckst nach links, du guckst nach rechts. Ja, ne, dieses, nicht panisch, aber man ist, muss mittlerweile übervorsichtig sein. Anstatt dass die Welt sich liebt, Junge, guck mal, was für Sachen passieren. Mittlerweile muss leider jeder sehr, sehr vorsichtig sein. Das gilt auch für einen 2-Meter-Typen, der 1,80 Meter breit ist. So Jugendliche, mit was für Sachen die rumlaufen. Es ist nirgendwo besser. Überall gibt es irgendwas. Hier in Deutschland, in der Türkei. Walla, mit, also ohne Spaß, Leute, ne? Ich schwöre, vor ein paar Jahren war das nicht so. Ich wusste, ich bin sicher in Deutschland. Wisst ihr, wann ich mich sicher fühle? Wenn ich in meinem Auto sitze. Kirmes, Mirmes zum Beispiel. Ich schwöre, ich habe Eierflattern. Gott bewahre, einer macht Anschlag oder so. Solche Sachen denke ich mir die ganze Zeit in meinem Kopf. Weil Menschenmenge, in einer Menschenmenge fühle ich mich nie sicher. Irgendein Psychopath kommt und weiß ich nicht, machen so solche Sachen einfach. Jetzt mittlerweile dreht die Welt durch, ja. Deswegen bleibt einfach zu Hause, macht Twitch an, kommt, Atumulato ist jetzt live, einfach reinkommen, wir reden hier, lachen zusammen, gucken uns Videos an, fertig. Einfach zu Hause bleiben.